Israelische Luftstreitkräfte haben erneut Ziele im Libanon angegriffen. In der Nacht und am Donnerstagmorgen waren Explosionen in von der Hisbollah kontrollierten Gebieten im Süden der Hauptstadt Beirut zu hören. Dabei wurden nach Behördenangaben mehrere Gebäude zerstört. Über Opfer war zunächst nichts bekannt. Auch im Süden des Landes ging der Beschuss am Donnerstag weiter. Die israelische Luftwaffe feuerte dort Geschosse ab. Im Norden Israels und bei den Kämpfen im Libanon sind nach offiziellen israelischen Angaben in den letzten 12 Monaten etwa 100 Zivilisten und Soldaten getötet worden. Israel führt in der Region seit Ende September eine groß angelegte Bodenoffensive gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah. Nachdem der Raketenbeschuss aus dem Libanon seit Beginn des Gaza-Kriegs vor gut einem Jahr zugenommen hatte. Dabei wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums bisher mehr als 3.300 Menschen getötet und über 14.000 verletzt.